Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo den Freunden des Schuvidu YouTube-Kanals. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, uns zu einem tollen Thema zu bereden, und zwar Krabbelschuhe, Lauflandschuhe, Erstlingsschuhe. Gibt es da einen Unterschied? Worauf soll ich achten? Das interessiert wahrscheinlich gerade so die frisch gebackenen Mamis oder die es jetzt mal werden wollen. Sowie alle Großeltern oder Großtanten, die sich zu dem Thema schon mal belesen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle Interessierten des Schuvidu YouTube-Kanals. Heute ein spannendes Thema, gerade für frisch gebackene Mamis oder die es in Zukunft werden möchten, werden, die Großeltern, die Großtanten, Patentanten und so weiter und so fort. Es geht heute um das Thema Erstlingsschuhe, Lauflernschuhe, Krabbelschuhe. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Worauf sollte ich achten? Was gibt es da in der Menge überhaupt dazu zu sagen? Natürlich ist es so, und jeder, der sich schon mal mit dem Thema Kinderschuhe oder Erstlingsschuhe befasst hat, der weiß auch, dass man also heutzutage nicht allzu zeitig damit anfangen sollte, Kinderschuhe anzuziehen. Der Begriff Lauflernschuhe ist jetzt auch mittlerweile veraltet, weil laufen lernen tut ja ein Kind auch ganz gut ohne Schuhe. Und gerade wenn es im häuslichen Bereich anfängt, hat es ja im allermeisten Fall sogar entweder gar keine Schuhe an, Stoppersocken oder nur dünne Socken, oder läuft, wenn es mit fußbodenbeheizter Wohnung ausgestattet ist, das Mäuschen, dann haben wir auch einen Barfußläufer. Jawohl, also ich brauche Schuhe nicht unbedingt, damit mein Kind laufen lernt, sondern ich brauche eher diese weichen Schuhe eher für die Geschäfte da draußen. Also wenn ich mein Kind aus dem Wagen rausnehmen möchte, um es zum Beispiel vor Unterkühlung, den unsäglichen Schmutz, der manchmal auf den verschiedenen Straßen und Plätzen in Deutschland leider zu finden ist, weil nicht jeder Mitmensch, ich sag mal, sich an die Ordnung hält, ja, und da so immer seine Hinterlassenschaften hinterlässt. Ja. Und das fängt auch nur zum Beispiel ein bisschen so an, dass man eben halt auch dann manchmal so diese Party-Reste auf Spielplätzen findet, die nicht unbedingt auf einem Spielplatz sein sollten oder zu finden sein. So, also geht es in erster Linie darum, wann fange ich überhaupt an, meinem Kind einen Schuh anzuziehen. Da gibt es natürlich auch da die verschiedensten Hinweise, Ausführungen dazu. Es gibt Leute, die sagen, nicht bevor mein Kind freihändig läuft, kriegt es von mir einen Schuh an. Die anderen sagen dann eben halt, meins kriegt von Anfang an eine Fußbekleidung an die Füße. Also die Meinungen sind da immer wirklich sehr, sehr breit gefächert. Hier muss man natürlich immer wieder sagen, die Bedürfnisse des einzelnen Kindes sollten da immer in die ehere Betrachtungsweise hineinfallen. Wir im Fachgeschäft können da natürlich, ich sag mal, ein Buch davon schreiben, und wir wissen, dass es Laufanfänger mit 9 Monaten gibt. Es gibt aber auch Laufanfänger, die erst mit 14, 15, 16 oder 17 Monaten anfangen mit Laufen. Also es ist überhaupt keine Frage des Alters, und jetzt muss ich natürlich dann immer die Omis und Patentanten ein bisschen immer zurücknehmen, wo ich dann mal sage, wartet bitte ab. Das erste oder der erste Geburtstag ist nicht die Maßgabe dafür, dass ein Kind einen Schuh bekommt, sondern ich sage sozusagen, das Laufverhalten jedes einzelnen Kindes sollte da reinfließen. Es heißt also, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin und sei es jetzt mal im Wagen und es lässt sich halt nicht mehr diese 2, 2,5 Stunden ordentlich chauffieren, mit dem ich jetzt sozusagen im Park unterwegs bin, schönen Spaziergang mache, und irgendwann fängt mein Kind an, unruhig zu werden, dann sollte ich dem Bewegungsdrang des Kindes Rechnung oder also dem Bewegungsdrang des Kindes Aufmerksamkeit zollen und es nicht sozusagen zurückhalten. Das heißt also, auch ein Kind möchte sich vielleicht bewegen, wenn es noch mit beiden Händen geführt wird von Mama oder Papa.
Manchmal ist ja dieses Führen ja bloß eine leichte Hilfestellung, weil ich kleines Würmchen mir noch total unsicher bin. Und auch da gibt es verschiedene Charaktereigenschaften bei den Kindern. Es gibt Kinder, die sind sehr entspannt, die laufen gleich los, auch wenn sie neue Teile an den Füßen haben, wie zum Beispiel den ersten Schuh. Und dann gibt es diese super ängstlichen Kinder, die dann sagen, nee, das geht jetzt aber gar nicht. Ja? Und dann welche, die dann sozusagen aus Herz und Brust erstmal schreien, weil das neue Teil da unten an den Füßen kommt überhaupt nicht gut an. Ja? So, also wichtig ist der Bewegungsdrang des Kindes, wichtig ist die Laufbereitschaft und die Fortbewegungsbereitschaft des Kindes. Weil wenn ich mein Kind immer nur zurückhalte im Wagen oder weil ich es in der Trage habe, im Tragetuch und man merkt, es wird unruhig und halte es aber zurück, glauben Sie mir, da ist auch eine gewisse Frustrationsschwelle beim Kind vorhanden. Gehen wir jetzt auf die Frage ein, was ist jetzt der große Unterschied zwischen den einzelnen genannten Schuhtypen? Also, ich sag mal, es gibt ja in der Fachsprache gibt's die Krabbelschuhe, es gibt die Lederpuschen, es gibt die Erstlingsschuhe und nicht zuletzt genannt die in aller Munde bestehenden Lauflernschuhe. Lauflernschuhe generell, wie gesagt, ist ein veralteter Begriff. Der kommt praktisch noch, ich sag mal, von Anne dazumal Zeiten her und ist heutzutage gar nicht mehr so im Sprachgebrauch einer Kinderschuhfachtante drin. Eingangs, wie eingangs schon erwähnt, Kinder laufen auch ohne Schuhe oder lernen laufen auch ohne Schuhe. Und kein Kind dieser Welt läuft unbedingt besser, nur weil es sozusagen einen Schuh, eine Pusche oder sonst was an den Füßen hat. Natürlich wollen wir mit den Schuhen, Puschen, Krabbelteilen, wie auch immer, wir wollen den Fuß schützen und darauf kommt es natürlich an. Habe ich zum Beispiel mehr mit Nässe, mit Feuchtigkeit, mit Schmutz, mit Unebenheiten oder harten Unterböden zu kämpfen, dann empfiehlt es sich natürlich immer, auf eine weichere Umhüllung zu achten, die sozusagen den Fuß davor schützt. Auch der Barfußschuh an sich ist für Laufanfänger sehr zu empfehlen, weil es ist ja schon ein Minimalgebilde. Das heißt also noch weniger Sohle, noch weniger oder noch dünneres Leder, noch geschmeidigere Ausführung kriege ich ja schon fast gar nicht zu kaufen. Natürlich fällt, ich sag mal, sozusagen auch eine Lederpusche, so wie ich sie hier habe, mit einer dünnen Kautschuksohle voll in den Bereich eines Anfängerschuhs, Erstlingsschuhs. Und demzufolge ist er natürlich auch für die ersten Schritte wunderbar geeignet. Das Gleiche trifft natürlich, ich könnte jetzt hier 20 verschiedene Modelle hinstellen, das trifft auch für Lederpuschen in diesem Bereich mit zu. Also immer alles schön weich, flexibel, rutschfest natürlich und abwischbar, damit auch keine Feuchtigkeit durchkommt und demzufolge natürlich immer nur für den Gebrauch draußen gedacht. Das wäre zum Beispiel schon wieder so ein Begriff, wo ich sage, das ist eine Mischung zwischen Erstlingsschuh und Krabbelschuh. Ganz einfach, weil ich hier eine verstärkte Spitze vorne habe. Schuh trifft hier noch nicht ganz zu. Wer schon mal gesehen hat, wir haben ja schon verschiedene Videos zu diversen Themen mit eingestellt. Also das wäre eher eine Lederpusche, weil auch dazu gibt es zum Beispiel schon mal Videos von uns oder ein passendes Video von uns. Na? Eine Pusche ist praktisch immer ein leicht dem Fuß nachempfundener Ledersack, der aber noch keine ausgearbeitete Zehenbox zum Beispiel hat. Na? Läuft also, wird nach vorne hin flacher. Das heißt, kein Kind kann also bis zum letzten Millimeter hier reinwachsen, weil sozusagen spätestens, ich sag mal hier, ab da, wo das dann so richtig, wo die Nähte sozusagen das Leder, das Obermaterial zusammenziehen, ist halt Schluss mit lustig und Ende der Fahnenstange. Das wäre also eher für mich Begriff einer ganz, ganz leichten Pusche, wenn ich das jetzt so möchte. Ich habe einen großen Fuß und mein Kind mag noch gar nicht so richtig laufen. Bewegt sich zum Beispiel, es gibt ja auch so eine neue, was heißt neue Technik, ist Quatsch, aber es gibt ja zum Beispiel Kinder, die tun das mit dem Robben ganz weglassen, die laufen auf Knien durch die Wohnung. Ja, oder hier bei uns im Geschäft, dann brauche ich natürlich auch einen Schuh, der vorne ein bisschen Schutz bietet, weil ansonsten würde ich mir bei einer klassischen Lederpusche oder beim klassischen Erstlingsschuh, würde ich mir natürlich hier vorne ganz, ganz schnell das Leder zerreißen.
Da kommen wir dann zum Beispiel hier auf diesen Pre-Broker zu sprechen, zum Beispiel von der Firma Buntgard. Der hat zum Beispiel für diesen Fall eine doppelte Lederspitze eingearbeitet, die also auch verhindern soll, dass sich jetzt hier das Material so schnell abrubbelt oder beansprucht wird. Für mich immer in der Kategorie Erstlingsschuh sind auf jeden Fall die sehr weichen, barfußähnlichen Modelle zu finden, die die meisten Kinderschuhanbieter anbieten. Da zählt für mich auch zum Beispiel hier so ein schöner Schuh von Kickers mit dazu. Ich sage immer, das ist so ein kleiner Trainingsschuh, weil der ganz einfach, er hat nicht diese gerade, breite Absatzform, sondern wird unten ein bisschen schmaler und damit kann ein Kind auch manchmal ein bisschen kippeln. Was ich jetzt als grundsätzlich nicht als negativ empfinde, weil ich sage mal auch so, durch dieses leichte Schwanken wird ein Fuß bzw. der Gleichgewichtssinn des Kindes trainiert. Für spezielle Kinderfüße, wie gesagt, es sollte ja immer in Anlehnung des Kinderfußes ein Schuh oder eine Umhüllung gekauft werden. Gibt es dann natürlich auch hier von Buntgard sehr geliebt, das Modell. Und auch hier wieder, wir verkaufen es gut. Es gibt Kinder, die können damit laufen. Aber das ist weder eine Lederpusche, noch ist es, ich sag mal, ein richtiger Barfußschuh. Es ist schon eher die Kategorie stabiles Schüchen. Hält aber auch eine ganze Menge aus, muss ich sagen. Und manchmal gibt sogar der stabilere Schuh unsicheren Kindern etwas mehr Selbstsicherheit. Dadurch, dass wir ja bei uns in der Anprobe meistens so 2, 3 verschiedene Schuhtypen den Käufer, der Mama, der Oma präsentieren, die natürlich schon auf die Fußform des Kindes abgestimmt sind, merkt man auch immer, wie selbstsicher jedes Kind mit jedem Schuh, mit jedem Lauf sozusagen wird. Und manchmal stellt man eben halt auch wirklich fest, oder sehr oft, dass gerade dieser Schuh von Buntgard gar nicht mal so verkehrt ist, auch wenn er sich im Gegensatz zu allen anderen überhaupt nicht knautschig und überhaupt nicht weich anfühlt. Aber trotzdem hat auch dieses Schüchen seine Berechtigung. So, wichtig wäre natürlich auch immer, man geht mit dem Kind einkaufen. Niemals mit einer selbst ausgemessenen Größe sozusagen der Verkäuferin entgegenkommen, sondern wir wissen es jetzt nicht, ist es jetzt der Fuß oder ist es die Schuhgröße, die sie haben wollen, weil auch dazu gibt es natürlich ein ganz, ganz tolles Thema, der Unterschied zwischen Fuß und Schuhgröße, und das ist leider auch immer das, was wir feststellen, was sehr oft verwechselt wird oder gleichgestellt wird, aber da gibt es halt himmelweite Unterschiede. Wichtig wäre wirklich, kommt ins Geschäft, lasst euch beraten. Wir werden euch zeigen, was die Unterschiede bei den einzelnen Modellen sind und gucken dann, was passt für das jeweilige Stadium des Kindes immer am besten. Tippelt es schon alleine? Braucht es bloß noch die eine Hand von der Mama oder vom Papa nur mal so als Sicherheitsangel? Oder bin ich schon der richtige Freiläufer oder bin noch so richtig unsicher? Ich möchte ja gern, aber ich traue mich nicht. Und das filtern wir dann meistens heraus, gucken uns das Ganze an und zeigen euch wunderbare Schuhe, wo, ich sage mal, der Mama dann immer das Herz aufgeht. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf euer Kommen, auf euer Interesse und vielleicht sogar auf bald. Bis dahin.